Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Die Gefernunterricht. Es geht in dieser Folge darum, wie ich Kommentare hinterlassen kann. Das ist ein für mich wichtiges didaktisches Mittel, weil ich beim Lautdenken, wenn ich Schülerinnen und Schülern etwas zeigen will, auch gleichzeitig etwas visualisieren kann, was da passiert. Und ganz grundsätzlich benutze ich in der Schule oft den Visualizer. Dann habe ich dieselben Dokumente, wie sie die Schülerinnen und Schüler haben, und kann handschriftlich da Notizen oder Markierungen eintragen, Lösungswege festhalten. Und die Frage ist jetzt, wie macht man das im Fernunterricht? Zuerst möchte ich euch kurz einen Hinweis geben, dass Katharina Gramova, sie hat gezeigt, wie man das auch nachbilden kann für Videokonferenzen. Sie benutzt Teams und hat hier mit ihrem Handy, wie ihr das jetzt hier seht, hat sie einen Visualizer nachgebaut. Ja, ich stopp's jetzt. Ich lasse es kurz laufen, ja. Ja, ihr seht, das ist ganz genau erklärt, wie man das bei Teams macht. Und sie kann dann hier auf ihren Notizblock, kann sie tatsächlich ihre Aufgaben aufschreiben, sie mit dem Handy dann in die Videokonferenz übertragen, und sie hat so eigentlich einen Do-it-yourself-Visualizer gebaut, eine sehr coole Idee. Ich verlinke das unten, dann könnt ihr es direkt bei ihr anschauen. Ich erkläre das jetzt nicht weiter. Jetzt, wie mache ich das, wenn ich nicht eine analoge Notizfunktion übertragen möchte ins Netz, sondern wenn ich wirklich digitale Inhalte annotieren, kommentieren möchte? Die einfachste Lösung ist, ihr nehmt ein gutes kollaboratives Textverarbeitungsprogramm, und das Beste ist Google Docs. Und ihr könnt jetzt da, also die Schülerinnen und Schüler brauchen gar kein Konto, ihr könnt, wie ich es jetzt hier mit Loom mache, das einfach aufzeichnen, wie ihr jetzt diesen Text kommentiert. Also ich habe jetzt hier einen literarischen Text, und jetzt kann ich hier zum Beispiel einfach Markierungen vornehmen. Ich habe schon begonnen. Es ist an Cartons Rede an die Bete, und in diesem Text benutzt sie ganz stark eine Gartensprache. Also ich markiere es jetzt, habe ich es falsch gemacht, so. Jetzt markiere ich alle Wörter, die mit dieser Gartensprache zu tun haben, grün, und könnte dann sagen, ja, jetzt hier hat es diese Abhandlung, ich habe überlegt, diese Abhandlung in Versen zu schreiben. Jetzt könnte ich da eine Anmerkung hinterlassen, dass das metafiktional ist oder vielleicht autopoetisch. Klingt jetzt alles sehr literaturwissenschaftlich, das spielt eigentlich auch gar keine Rolle, aber ich kommentiere das jetzt mal, und das bleibt jetzt hier stehen, so dass einerseits ich das, was ich zeigen möchte, auch gleich als Kommentar hinterlassen kann, und ich kann dann aber auch den Link zu diesem Dokument an eine Klasse weiterschicken, und Sie können selber sehen, wie ich diesen Text jetzt hier kommentiert habe. Das ist die einfache Variante mit einem Textverarbeitungsprogramm. Und jetzt kommt eigentlich die coolste Variante, die ich für dich dieses Video auch aufnehme, um ein Tool vorzustellen. Dieses Tool heißt Hypothese.is, also ihr seht auch da oben, das ist dann auch der Link. Also dieses Web könnt ihr euch auch schenken. Über Hypothese.is findet ihr das. Ihr müsst ein Konto machen. Es ist ein kostenloses Tool. Es kostet nichts. Ihr könnt es hier dann benutzen. Und zwar ist es, ihr könnt es für Social Reading mit Collaborative Annotation benutzen. Das heißt, um gemeinsam Texte im Netz zu lesen und kollaborativ Anmerkungen vorzunehmen. Wie geht das jetzt? Ja, jetzt ist noch meine Batterie fast leer. Es ist auch schon spät. Ich entschuldige mich. Also ich habe im Fachdidaktikseminar diesen Text von Philipp Sarrazin vorbereitet. Und jetzt seht ihr hier, ich habe tatsächlich schon etwas gelb markiert. Das ist nämlich original nicht gelb markiert. Wie geht das? Also ich bin im Chrome-Browser. Das seht ihr hier. Also Chrome. Ich installiere dieses Plugin von Hypothesis. Das installiert sich selber, oder ihr kriegt einen Hinweis darauf, wenn ihr euch da registriert. Und jetzt muss ich es aktivieren. So, jetzt im Moment, bis es aktiviert wird.
Genau, jetzt ist es hier aktiv und ich kann das öffnen. Und ich kann mir hier dann eine Gruppe anlegen, also ich kann das public machen, dann sehen eigentlich alle, was ich zu dieser Seite kommentiert habe, falls es jetzt was ganz Wichtiges ist, also wenn ich dann Fehler entdeckt habe oder sowas. Und ich kann aber auch meine eigene Gruppe machen, also ich kann beliebige private Gruppen, die ich dann mit Leuten teilen kann. Und ich habe jetzt hier Deutsch Klasse 3b mal eingerichtet und da gibt es jetzt noch keine Annotations, aber das ändert sich jetzt gleich. Also, was ich jetzt hier mache, ich markiere das. Und sobald ich das markiere, gibt mir Hypothesis zwei Möglichkeiten. Ich kann es highlighten. Also, ihr seht, jetzt habe ich das einfach, das ist meine erste Markierung. Ich habe das gelb markiert. Das erscheint jetzt auch. Das erscheint als Highlight und ich könnte das dann weiter teilen. Ich kann da auch noch weiterschreiben. Ich kann da eine Bemerkung dazu schreiben, wenn ich möchte. Und jetzt post only to me oder ich kann es auch gleich an diese Klasse wieder schicken. Das mache ich jetzt auch. Ich schicke jetzt diese Frage an die Klasse und sie wird mir jetzt gleich einen Auftrag oder eine Frage dazu bekommen. Dann klappe ich es wieder ein und gehe weiter und nehme dann sowas wie biopolitischer Traum. Vielleicht muss ich erklären, was biopolitisch heißt. Dann mache ich Annotate. Und ich schreibe gleich hin, Bio, das hat mit Leben, aufs Leben bezogen. Politisch ist klar, also ergibt sich daraus Politik, die aufs Leben bezogen ist. Und ich poste das wieder für die Klasse. Und sie hat jetzt so gleich eine Erklärung von mir bekommen, was das bedeutet. Wenn ich es einklappe, ist es auch gelb markiert. Man sieht hier auch eine Markierung am Rand. Also ich habe jetzt diesen Webtext markiert. Und das kann ich auf jeder Seite machen. Also ich kann auch hier, wenn ich in diesem Google Docs drin bin, kann ich grundsätzlich, ja, hier ist es jetzt ausgeschaltet, aber wenn ich sage, ich bin auf der Hypothesis-Seite, ist vielleicht einfacher. Ich nehme jetzt hier sowas Remote Learning und jetzt könnte ich hier die Übersetzung hinschreiben, indem ich annotate. Also, das heißt nämlich Fernunterricht und ich poste das wieder für die Klasse und die hat jetzt auch auf dieser Seite eine Annotation, die damit verbunden ist. Und das Ganze, ich gehe nicht durch das ganze Menü durch, ihr könnt das Ganze speichern, exportieren. Es gibt eine schöne Ansicht auch für die ganze Klasse von allen Seiten, die schon annotiert worden sind. Also ein sehr einfaches Tool, das sich auf jeder Webseite, die ihr dann in diesem Browser aufruft, anwenden lässt. Und wenn die Klasse das auch installiert hat und dort auch aufruft, dann sehen sie die Bemerkungen, die ihr schon gemacht habt. Aber grundsätzlich braucht es das in einem ersten Schritt nicht einmal. Wenn ihr das vorführt in einer Videokonferenz, dann könnt ihr hier gleich Dinge markieren oder Kommentare hinschreiben und ihr habt rechts ein Kommentarfenster und links ist das dann im Text sichtbar, was ihr kommentiert habt, und ihr könnt es hier dann auch jeweils wieder aufrufen. Das kann ich sehr, sehr empfehlen, da erste Erfahrungen zu machen. Ihr müsst ein bisschen damit rumspielen, benutzt mal für euch privat oder vielleicht in einer Vorbereitungsgruppe mit anderen Lehrkräften, die dieselben Fächer unterrichten. Dann merkt ihr, wie das funktioniert. Das ist etwas, was wirklich sehr mächtig ist und auch sehr gute Arbeit mit wirklich genuin digitalen Texten erlaubt, also weil man es wirklich auf jeder Webseite anwenden kann. Gut, ich fasse kurz zusammen. Ihr könnt mit Katharina ganz einfach einen, ja, jetzt bin ich hier auf der falschen Seite, also ihr könnt ganz einfach zu Hause einen Visualizer bauen mit einem Smartphone und einem Rechner, einem Laptop geht das ganz gut. Ihr könnt Kommentare und Anmerkungen vornehmen, indem ihr ein Textverarbeitungsprogramm benutzt, wie Google Docs. Ihr könnt es natürlich auch in Word nachbauen, in Pages, in LibreOffice, wo auch immer ihr das machen wollt. Und mit Hypothesis habt ihr ein Tool, bei dem ihr auf jedem Text im Netz einen Kommentar hinterlassen könnt und
auch Anmerkungen oder Highlights vornehmen könnt. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald.